Guten Tag, hier ist meine Schlagzeile von heute, die große Überraschung. Die weggetauchte Popsängerin Celine Dion ist wieder da und besuchte in Las Vegas mit ihren drei Söhnen ein Eishockeyspiel. Goldkehle Celine Dion lächelt wieder, bewegt sich erstmals wieder unter den Leuten. Nach langen Monaten des Schweigens aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme hat sich der vom Schicksal gebeutelte Popstar überraschend gleich zweimal gezeigt. Sie besuchte mit ihren drei Söhnen René Charles, 22, und den Zwillingen Nelson und Eddie, 13, das Eishockeyspiel ihres Heimatvereins Canadiens de Montreal gegen die Vegas Golden Knights. Kurz danach sah man die Diva, berühmt für ihren Titanic-Megahit »My Heart Will Go On«, mit fröhlicher Miene auf der VIP-Tribüne beim Konzert von Katy Perry in Las Vegas, wo sie in die Handykameras ihrer Fans lächelte. Der Star ist zurück. Ihr unerwartetes Auftauchen dürfte ihre Millionen Anhänger beruhigen. Die 55-jährige Sängerin, die am Steifmann-Syndrom leidet, musste ihre Tournee Courage World Tour abbrechen und setzt nun alles daran, ihr geliebtes Publikum schnell wieder zu finden. Ich trainiere jeden Tag mit meinem Physiotherapeuten, um Kraft und Ausdauer zurückzugewinnen, damit ich wieder auftreten kann, verriet sie. Immer auf der Suche nach den neuesten Trends entschied sich Celine bei ihrer Wiederkehr in der Öffentlichkeit für eine weite Hose aus feinem Strick in Beige, die perfekt zu einem gleichfarbigen Trucker-Pullover passte. Um sich vor den ersten kalten Herbsttagen zu schützen, trug sie eine weiße, ärmellose Daunenjacke. Die Vizepräsidentin des kanadischen Teams, Chantal Maccabé, war vor Freude außer sich. Wir sind stolz, dass Sie im Stadion waren. Danke Celine Dion für Ihre Großzügigkeit. Was war das für eine Überraschung aus heiterem Himmel, Sie zu treffen, und wir sind beglückt über Ihr gutes Aussehen. Das ganze Team war begeistert. Celine Dion wurde 1968 als jüngstes von 14 Kindern in der kanadischen Provinz Quebec geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Vater war Waldarbeiter, der sich mit einem kleinen Hotel selbstständig machte. Mutter und Bruder komponierten 1980 ein Lied für sie und schickten es Manager René Aguilil. Der setzte auf sie, nahm eine Hypothek auf sein Haus auf, um ihr erstes Album zu finanzieren. 1988 gewann die Sängerin mit der großen Zukunft den Grand Prix de la Chanson für die Schweiz. Zwischen 1990 und 1993 kam dann der internationale Durchbruch in ihrer Karriere. Ein Jahr später heiratete sie ihren Manager René Aguilil und sie bekamen drei Söhne. 2016 war die weltweit umjubelte Künstlerin wie am Boden zerstört, als ihr Mann René an Krebs starb. Mit 330 Millionen weltweit verkauften Tonträgern ist die Dion heute eine der erfolgreichsten Popsängerinnen. Im Dezember vorigen Jahres machte sie öffentlich, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer neurologischen Krankheit. Celine wohnt mit ihren Kindern in Las Vegas. Von dort aus hat sie ihr neues Comeback gestartet.